Also wir sind hier heute mit der Verbotenen Liebe auf der Rennbahn in Köln und wir drehen hier heute das große Rennen, oder eher gesagt, das ist nicht das große Rennen, sondern erzähl mal kurz, was das heute ist. Das ist heute der beste Trainingslauf von Dionysos, mit den er je gelaufen ist, mit Dana Wolf. Und da ist sie nämlich, unser Star, unser kleiner Jockey. Hallo, ah ne, Jockette. Komm mal her jetzt. Hier, die Größe stimmt. Heute drehen wir hier an der Kölner Rennbahn. Unser Spielpferd, unser Enzo, so heißt er im wirklichen Leben, im Spiel heißt er Dionysos, ist ein echtes Rennpferd. Ist früher selbst hier auch erfolgreich Rennen gelaufen, das heißt, er wird sich heute natürlich auch erinnern. Und die Diane, die Dana, die wird also ein Probetraining reiten in der Geschichte. Ja, und ich freue mich, dass ihr uns begleitet. So kann man sich bei seinen Spielkameraden schön einschleimen. Das funktioniert leider bei Jo nie, aber hier perfekt. Ne? Jetzt magst du mich. Mag mich. Ja. Es kommt gleich der berühmte Kuss. Ja, genau. Der Filmkuss. Oh, sehr feucht. Auch wie Jo. Also man muss schon ein gutes Verhältnis zu seinem Pferd einfach haben. Es muss Vertrauen zum Ausbilder haben, denn es ist ein Fluchttier. Und es sind ja oft Dinge, die im alltäglichen Pferdeleben nicht da sind, wie zum Beispiel Kameras oder große Blenden oder um irgendwas abzuschotten oder Kabel, die auf der Erde liegen. Ja? Als Fluchttier denkt ein Pferd, oh, da ist eine Schlange, dann gehe ich doch mal lieber. Und das meistens im Galopp, also da muss man schon ein bisschen drauf achten auch einfach. Ja, und üben, üben, üben. Und bitte. Die besondere Herausforderung beim Dreh mit Pferden ist, dass ich eigentlich null Berührungspunkte vorher im Leben damit hatte. Also ich bin kurz mal geritten für einen anderen Film, also da hatte ich Unterricht. Und jetzt halt wieder eine Zeit lang gehabt. Ich bin hochnervös dann vom Dreh mit Pferden und so. Das ist ja schon manchmal ein bisschen blöd, aber macht trotzdem Spaß. So, gerade werden mir die Handschuhe abgenommen. Gleich geht nämlich mein Double, sozusagen die Lisa, auf die Rennbahn mit Enzo, also das Pferd, das Dionysos spielt. Und die wird hier die 2 Kilometer mal ablaufen und wir werden die dabei filmen. Und das wird dann im Nachhinein so aussehen, als wäre ich das gewesen. Ja, guck. Oh, das bist ja du. Da bin ich. Hier, guck mal, da ist das Double. Also ich bin ganz begeistert. Wir hatten ja eben hier unseren Höhepunkt des Drehtages. Enzo ist jetzt durchaus sehr erschöpft. Ich denke, die Reiterin auch. Das ist anstrengend, auch wenn es so leicht aussieht. Und ich glaube, heute Abend fallen wir alle müde und zufrieden ins Bettchen. Es sind nur 2000 Meter.